kleiner Mund. Guten Morgen. Hallo. Wir sind durch. Oh. Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier bei uns aus dem Tonstudio. Vergesst alles, was wir euch im letzten Vlog erzählt haben, denn wir haben ganz andere Pläne für unseren Recording Room ausgearbeitet, gestern. Vorgestern. Da werden wir euch auf jeden Fall berichten. Was passiert jetzt? Wir drehen jetzt Content, weil der Inhaber möchte Gitarre spielen. Und es ist ein Beat von uns, habe ich das richtig verstanden? Richtig. Und, wir nehmen euch mit. Oh, Schatz. Ja, okay. Dann machen wir mal irgendwie, ne? Was? Leute, mir ist gerade aufgefallen, der Akku geht echt schnell leer. Naja, wir befinden uns hier im Recording Room und der Inhaber erklärt euch jetzt was. Genau, ihr habt ja die Diskussion beim letzten Mal mitbekommen, auch mit Unterarm ausmessen, bla bla. Lassen wir alles sein, wir machen das jetzt professionell, beziehungsweise lassen das professionell machen. Wir werden hier noch eine Wand bauen lassen, mit Tür, logischerweise. Und dann hat man hier drin den perfekten Aufnahmeraum, von der Größe her zumindest. Wir werden den dann auch komplett auskleiden mit hier so Eierschalen, Schaumstoff und so weiter, damit da drin perfekter Klang ist. Vorher war ja da das Lager, hatten wir ja erklärt. Da war es okay mit dem Raumhall, mit dem Raumklang, aber ja, immer noch verbesserungswürdig. Aber jetzt machen wir es einmal richtig und dann haben wir hier eine perfekte Vocal Booth. Geil. Ich will auch mal gucken. Ja, guck. Ja, Leute, also wir haben vor einigen Monaten renoviert. Einen Moment. Ich bin nämlich am Labern, während ich mich im Abstelle. Und wir haben bei der Renovierung Hals über Kopf gestartet. Ist das mein T-Shirt? Nein, das ist mein T-Shirt. Und wir haben eine Sache nicht bedacht. Und zwar, wenn wir hier diesen Recording Room leer machen, dann ist er leer. Und das ist irgendwie schlecht für den Ton. Ich hab's bedacht, du nicht. Ja, Fabian und ich waren so euphorisch und haben immer drauf losgestrichen. Und der Inhaber meinte, ja, was ist mit dem Ton? Dann haben wir gesagt, ja, das machst du schon. Hauptsache sieht gut aus, Ton ist erstmal egal. Ja, und jetzt haben wir tatsächlich auch dann festgestellt, wir müssen was machen. Ja, und bevor wir hier wieder... Ich habe festgestellt. Wir müssen was machen. Und dann haben wir uns gedacht, ganz ehrlich, bevor wir jetzt wieder irgendwelche halben Sachen machen und wieder eine Übergangslösung suchen, machen wir es halt einmal richtig. Wir ziehen wieder eine Wand hoch und diesmal, weil wir haben damals den Umzug nicht gevloggt. Wir hatten das alles noch nicht so auf dem Schirm. Aber diesmal werden wir euch komplett mitnehmen, wie wir diesen hohen, großen Raum in ein optimales Recording Room wie in einem normalen Studio umgestalten und umbauen werden. Und dann wird es auch keine Probleme mehr geben. Ja, also die Probleme kriegen wir ja im Moment in den Griff, so ist es nicht. Aber es wäre natürlich deutlich weniger Arbeit, wenn hier der perfekte Klang drin wäre. Und so soll es ja auch sein. Und wie wir es am Anfang mal gesagt haben von dem Studio, das kommt alles nach und nach. Und das ist dann der nächste große Schritt in Richtung Freiheit. Perfektes Studio. Korrekt. Ach ja, Leute, und gerade fand ja eine Recording-Session statt. Die liebe Ellie war hier. Wir verlinken sie euch auf jeden Fall unten in der Bio. Schaut auf jeden Fall vorbei. Mega Talent.
Was sagst du? Ich habe gerade mal in den Song reingehört. Ja, also wir haben ja schon ein paar Songs mit ihr gemacht und ein paar aufwendigere. Und das ist einer, der nicht so aufwendig ist, aber das ist auch gut so. Ich mache mal das Rauschen aus. Ey, was ist mit meiner Klavierstunde? Ich muss doch dranbleiben. Nicht so aufwendig, dieser Song. Da ist ein Klavier drin und die Hauptstimmen und ein bisschen Backup und Zweitstimmen. Aber das reicht auch für den Song. Ich finde persönlich, ich glaube, das wird der beste Song, den wir mit ihr gemacht haben oder den sie mit uns gemacht hat, eher gesagt. Hat sie selber geschrieben, also da haben wir nichts mit zu tun. Alles ihr Verdienst und ja, ich bin gespannt, wann er draußen ist. Also ich finde ihn mega. Ich habe den ganzen Tag schon wieder einen Ohrwurm von dem Song. Also. Und das ist halt eine Ballade, ne? Also wenn ich davon einen Ohrwurm habe, dann heißt das schon was. Was ist mit meinen, mit meiner Weiterbildung im Bereich Musik? Was? Ja, machen wir. Du glaubst nicht an mich, ne? Klar glaube ich an dich. Aber? Ja, ich mache das jetzt mal so negativ wie du, wenn ich irgendwas Positives sage. Ich stehe immer hinter dir. Ich dachte, das haben wir jetzt im Q&A besprochen. Keiner hat dich jemals in deinem Leben so supportet, wie ich dich supporte. Das mag ja sein. Aber wenn es um so Kleinigkeiten geht, dann heißt es immer, ja, glaube ich nicht, dass das klappt. Ja, aber ich und mein Klavier ist ja jetzt keine Kleinigkeit. Hast du auch ein Klavier? Was meins ist, ist deins und was deins ist, ist meins. Und schaut in unserem Beatshop vorbei, denn der Inhaber war mega fleißig. Es gibt 2 neue Beats und wer weiß, wie viele noch. Bis dahin, wir packen jetzt auf jeden Fall ein, oder? Und generell, also Leute, wir haben bald richtig, richtig viele geile Neuigkeiten. Neuigkeiten, die mal nicht nur geil für uns sind als Unternehmen und als Label. Und auch keine Rabatte, ja, sondern etwas anderes. Ne? Immer wenn wir irgendwas groß ankündigen, hat es irgendwas mit Rabatten zu tun. Diesmal ist es was ganz anderes. Keine Ersparnis mehr für euch, Pech gehabt. Den Content dazu haben wir noch nicht gedreht, das wollten wir heute machen, aber wir müssen jetzt los. Das machen wir dann beim nächsten Mal und freut euch auf jeden Fall drauf. Es ist wieder was richtig, richtig Geiles und ja. Was man schon mal sagen kann ist, weil wir da schon mal drüber gesprochen haben und viele gesagt haben, ja mega geil und dann kam aber nichts mehr von uns. Wir haben es jetzt aber geschafft, live mixen. Ja, das ist eine Sache davon. Mit M, nicht mit W. Dann morgen. Neuer Tag im Vlog, wir sind wieder im Studio und heute passiert echt viel. Wir haben zuallererst mal einen Kindergeburtstag. Kinder, die singen möchten und 3 Titel aufnehmen werden. Ich zeige euch mal, wie das Ganze dann bei uns aussieht. Dank Fabian haben wir ja die absolut coole Möglichkeit, unseren Bildschirm wieder zu spiegeln im Aufnahmeraum. Und deshalb haben wir da einmal den Karaoke-Text praktisch und rechts das Projekt, das kennt man ja. Und so sieht das Ganze da drin aus. Hier werden gleich 3 kleine Kinder stehen und, warte mal, 2x2 und 1x3 kleine Kinder stehen, diese Kopfhörer aufhaben und dieses Mikrofon singen. Und wenn du das für deinen Junggesellenabschied machen willst, nur völlig besoffen, dann bist du bei uns richtig. Ich weiß nicht, muss das nicht ein bisschen tiefer? Vielleicht sind es große Kinder. Ach, stimmt. Ich weiß ja auch nicht, wie groß so ein Standardkind ist. So. Ich weiß nicht. Wie alt sind die denn? Um 10, glaube ich, um 10 rum. Das Geburtstagskind wird 10. 10, ja, okay. Ja gut, mit sowas komme ich klar. Wenn die noch kleiner sind, dann wird es natürlich schwierig, ne? Aber es soll ja auch Spaß machen, also da geht es ja hauptsächlich um den Spaß. Was sich auch richtig gut eignet als Geschenk an jemanden, der nicht singt und dich als Musiker immer für deine Musik irgendwie bloßstellt oder so, ja? Dem kannst du so eine Session hier einfach mal zum Geburtstag schenken und dann mit ein paar Leuten herkommen und eine schöne Zeit verbringen und dem mal zeigen, wie schwer es überhaupt ist, vor dem Mikrofon zu stehen. Ja, Leute, herzlich willkommen zu diesem Samstag. Es ist 14 Uhr und wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass das keine Uhrzeit für mich ist. Müde bin ich. Ich muss ein Video schneiden. Guck mal, wie viele Eikos ich dabei habe. Ich habe 2 Stück dabei. Denn voraussichtlich kommt jetzt am Sonntag kein Vlog, sondern ein Q&A-Video, was ich aber noch bearbeiten muss. Also, im Moment. Es steht irgendwie viel an, ey. Ich bin nur am Machen und komme trotzdem nicht weiter. Du? Kennt ihr Tom Gerhardt noch? Ich habe richtig geile Geschichten gesehen auf TikTok von früher. Tom Gerhardt ist ein Comedian, wer ihn nicht kennt. Und Türsteher Hansi. Sag mir nichts. Ne? Er fing an mit Probleme, Türsteher. Ne?
Naja, auf jeden Fall muss ich heute auch noch ein bisschen Steuern verbuchen. Ich zeige euch mal, wie das hier in meinem Ordner aussieht. Nämlich so, da sind ein paar Belege und eine Fusselrolle. Die Fusselrolle ist, ja, die setzen wir auch ab. Ist das das, was auf dem Schreibtisch lag? Das ist das, was auf dem Schreibtisch lag. Und dann haben wir noch zwei neue Mikrofone für unsere YouTube-Geschichten. Ja. Die testen wir nachher. Leute, wir haben jetzt coole Videos für euch in Planung. Wir haben ja auf Instagram im Hochformat sozusagen so ein paar Erläuterungen, wie läuft was bei uns ab, was brauchen wir von euch, was bringen wir mit zum Auftrag, wie ist das alles? Hey, lass die Naschis! Das sind für die Kinder! Das sind für die Kinder. Und wir planen Ähnliches, weil Herausforderung bei Instagram und TikTok, also TikTok nicht, aber Instagram, eine Minute. Ja, und der Herr fasst sich nicht kurz, egal wie ich es schneide. Deswegen werden wir das alles nochmal in Querformat abfilmen mit Mikrofon und einem schönen Setup. Und das werden wir dann alles, sage ich mal, in so 3-4 Minuten Videos ein bisschen ausführlicher auch auf YouTube für euch posten. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, schicke ich euch einfach einen Link. Ich habe den Anfang nicht mitbekommen. Was machen wir? Mann, ich erzähle das jetzt nicht von vorne. 3 Tage später. Na? Na? Was geht? Nicht so nah, ich muss zum Friseur. Ja, was geht? Wir sind auf dem Weg ins Studio. Es ist ein sehr komischer Tag, weil eben war strahlender Sonnenschein und dann hat es auf einmal, ja, Martina meint geschneit, ich bin der Meinung, es war Hagel. Dann hat es stark geregnet, und zwar zweimal, und jetzt scheint wieder die Sonne. Also jetzt haben wir plötzlich auch 12 Grad. Die Gradzahl hat sich verdoppelt, seitdem wir losgefahren sind. Meinst du nicht, das liegt am schwarzen Auto? Hä? Der Sensor ist raus, ne? Nicht hier drin. Ach so. Ja, Freunde, welcome back hier in unseren Vlogs. Oder kommt dir das vor, hier wie 12 Grad drin? Weiß ich nicht. Ja, heute Produktion am Samstag. Was passiert heute? Recording Session. 2 Songs werden recorded. Aus unserer 2-für-1 Aktion. Was kann man sagen? Nächstes Wochenende, ne? Ist Ostern. Und wir haben uns gedacht, im Rahmen eines kleinen Oster-Specials, ob wir die 2-für-1 Aktion wieder freischalten, weil, ja, wieso nicht, dachten wir uns, oder? Ja, als kleines Ostergeschenk. Also finde ich eine coole Sache, dann kann der Osterhase auch mal, ja, einen 2-für-1 Gutschein bei euch vorbeibringen. Also es wird wieder so eine Bundle-Geschichte geben, 2-für-1 Aktion. Buchbar über unsere Webseite. Um das Thema Video auch so ein bisschen einzubauen, wird es auch Recording gemischt mit Video geben, noch was Geiles. Also schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Wenn dieser Vlog online kommt, ist die Aktion auch schon draußen. Lass schon mal den Code festlegen. Wir nehmen einfach Ostern 12. Ostern 12. Wenn einer fragt, warum 12? Keine Ahnung. Ja, ansonsten, was gibt's Neues? Also eigentlich, ich war die Woche so ein bisschen raus. Ich hatte Schulung und war da dementsprechend jeden Tag mit beschäftigt. Was ging bei dir? Ich habe mich mit ein paar neuen Plugins auseinandergesetzt. Ich habe viel für den Beatshop getan. Da werden bald auch wieder ein paar neue Sachen kommen. Ja, und ansonsten habe ich mal die Freizeit tagsüber genossen. Ich habe einfach auf dem Sofa gegessen, ohne dass es Schreierei gab. Ich wurde zwar erwischt, dann gab es hinterher Schreierei, aber nicht währenddessen. Also das war sehr angenehm. Ja, aber sonst Wochenende. Und schön, dass wir wieder zusammen Sachen machen. Weil alleine ist auf Dauer doch schon langweilig. Wochenende. Morgen geht es übrigens direkt weiter. Morgen gibt es noch eine Recording-Session inklusive Beatproduktion, ne? Ja. Ja, der Beat ist schon so gut wie fertig, aber Feinheiten werden dann noch gemacht beim Mix. Und ja, morgen wird aufgenommen. Genau wie heute. Also volles Wochenende. Und Montag sind wir auch wieder im Studio. Montag passiert auch was Geiles. Da lernen wir ein paar Leute kennen. Und schauen mal, was man so gemeinsam starten kann. Ja, dann ist der Monat gefühlt auch schon um. Dann sind Osterfeiertage. Wahnsinn, Ostern. Leute, man sieht es nicht und ich traue mich auch nicht so nah ran. Aber da sitzt eine Spinne.
Und die hat sich auch ein ganz schönes Netz gemacht. Da. Schatz? Also, es wäre halt toll, wenn du die mal eben umbringst auch dann, ne? Weil das ist für mich dann auch irgendwie echt schwierig, so zu arbeiten. Ich sehe gar keine. Da, über den Kartons. Ach, da? Ja. Die ist mir auch zu groß. Oder ist das die, die da gewohnt hat? Oh Gott, wo ist sie? Ach ja, okay. Nee, Nachbarn. Die wird auch immer dicker, ne? Nachbarn. Ja, nur, die hat sich ja 1 Million Fliegen gefangen. Die wird richtig fett. Ja, wir müssen da was machen. Ist denn der Sauger hier? Wo ist der Sauger? Wie war die Session? Mega gut. Also, sie schreibt richtig gute Songs. Und die machen auch richtig Spaß zu arbeiten. Also, ja, ich freue mich drauf. Und irgendwann haben wir gerade festgestellt, kommt dann ja auch das... Der Sauger geht wieder nicht. Das Endprodukt online. Ja. Da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Also ich finde es ja immer geil, wenn die Leute checken, dass man so ein bisschen vorarbeitet und dann eine Sache nach der nächsten released. Ja, erfolgreiche Session. Es geht weiter morgen. Aber wir beenden jetzt hier den Vlog, oder? Ja, dann kann er ja morgen online. Der kommt morgen online. Ich finde es immer geil, so wie jetzt bei der Künstlerin. Wir verlinken sie auch mal unten. Könnt ihr gern vorbeischauen. Obwohl, es ist, glaube ich, noch nichts released. Aber schon mal vorab folgen. Ich finde es immer cool, wenn man so mit der Musik lebt. Weil sie lebt das richtig, ne? Und das ist nicht so, ja, ich schreibe alle 2-3 Jahre mal einen Song und nehme den auf. Sondern sie lebt so mit der Musik. Sie hört immer Musik. Sie hört Beats, wenn sie Auto fährt. Und hat dann direkt so Texte und so, ne? Das ist anders als so Leute, die das so ab und zu, weißt du? Ja, wenn man das so nebenbei macht, dann ist das auch cool, also hobbymäßig und so, ne? Aber ich glaube, wenn man damit wirklich was erreichen will und so richtig das Feuer dahinter ist, ja. Das merkt man halt definitiv den Unterschied da, ne? Ja. Bei vielen unserer Kunden, muss ich aber sagen. Ja, wir haben auch gerade noch gesprochen über das Thema TikTok, dass es sich da auf jeden Fall lohnt. Sie hat da auch schon sich voll den Plan aufgeschrieben, wie sie das alles angehen will, weil auf TikTok bekommt man relativ schnell Reichweite, wenn man einfach täglich postet. Und ich finde das geil. Ich finde das geil zu sehen, dass man dann so dahinter ist, weißt du? Ja. Leute, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir starten morgen mit einem neuen Vlog, damit dieser Vlog morgen online kommt. Und willst du abschließend noch was sagen, der Inhaber? Wir müssen zu Edeka. Ja, und Monkey-Futter. Futter für den Mund. Kleiner Mund.